Ich kenne Franz Schwarzinger jetzt, glaube ich, seit mehr als 30 Jahren und verfolge seine Karriere eigentlich auch regelmäßig. Was mich immer fasziniert hat, dass er auf der einen Seite ein Künstler ist, dem wirklich das Menschenbild zentral ist, und auf der anderen Seite hat er einen Begriff des Menschen, der das Kreatürliche viel weiter versteht, als wir das im engeren Sinn in der heutigen Gegenwart sonst wahrnehmen. Ich erinnere mich, dass vor, ich glaube, jetzt bald 15 Jahren er an einer Aktion teilgenommen hat, in der eine Kuh gemalt wurde, bemalt wurde. Weltweit war das eine Aktion, von der Schweiz angefangen bis nach Chicago. Und so hat das auch in Österreich eine Station gefunden, in Salzburg. Und eine Kuh hat er übernommen. Aber keiner, kein Künstler hat sich so sehr mit seinem eigenen Menschenbild als Teil der Tierwelt gesehen, wie Franz Schwarzinger bei dieser Bemalung dieser Kuh. Franz Schwarzinger ist außerdem ein Künstler, und das freut mich als Direktor der Albertina ganz besonders, der auf der einen Seite einer der ausgewiesenen Koloristen ist. Er arbeitet ja fast monochrom, oft nur blau, nur grün, in sehr tiefen metaphysischen Farben. Auf der anderen Seite zeichnet er mit dem Pinsel. Das ist eine Tradition, die es auch in Österreich seit den 70er Jahren gibt, den zeichnenden Maler mehr als den malenden Zeichner. Und das führt eine eigene Leichtigkeit, eine fast buddhistische, hinduistische Leichtigkeit in seine Kunst ein, die mich immer auch schon fasziniert hat. Also aktuell arbeite ich an einem großen Bild, bestehend aus 9 Bildtafeln. Momentan bin ich mit den oberen 3 bzw. 6 beschäftigt. Drüben stehen dann noch die, die darunter kommen. Fertiggestellt wird es dann im Wiener Atelier. Arbeitstitel momentan Abendmahl. Ich glaube, dass Franz Schwarzinger vor allem in den 80er Jahren verankert ist. Das liegt an der Herkunft, das liegt an der Ausbildung, das liegt an seinen Anfängern. Ich will ihn damit nicht in eine Enge führen oder ihn schubladisieren, aber die postmoderne Malerei, diese Transavantgarde in Italien mit Palladino und mit Sandro Chia und anderen eine wichtige Rolle gespielt hat, war sicher für ihn sehr einflussreich und war prägend auch für ihn. Sein Stellenwert ist diesen Hunger nach Bildern, der in den 80er Jahren wiedergeboren wurde, das Wiedergewinnen der Gegenständlichkeit in Österreich etabliert zu haben. Und wenn man bedenkt, dass in derselben Zeit österreichische neue Bilder gemalt haben, wie Hubert Scheibel, Brandl, die sehr schnell das Gegenständliche abgelegt haben, erkennt man, dass er, Franz Schwarzinger, sehr konsequent diesen Weg seit 30, 35 Jahren verfolgt hat, vielleicht sich selbst treuer geblieben ist als viele der anderen, die mittlerweile wie er auch weltweit Karriere gemacht haben.